besucht mit mir das Uhrwerk. Wir sind ja aktuell im Phantasialand unterwegs und übernachten im Charles Lindbergh Hotel. Und dort haben wir ein Abendessen im Uhrwerk frei, ein Dreigänge-Menü. Das testen wir heute mal zusammen. Ich muss gestehen, ich kenne das Essen schon. Ich war sowohl als Hotelbesucherin zum Dreigänge-Abendmenü schon da, als auch als normaler Freizeitparkgast, als Tagesgast. Aber darauf komme ich nochmal näher ein, was die Unterschiede sind. Jetzt gehen wir erstmal ins Restaurant. Wir als Hotelgäste gehen über die Bar durch. Und ja, hallo. Man kann aber auch als normaler Freizeitparkgast tagsüber durch den Park gehen. Das ist dieses große Uhrwerkschild, was ich auch wahrscheinlich hier als Anfangsbild habe. Wir haben ja einen Sechsertisch und das hier ist, also der Sechsertisch ist in Anführungsstrichen so ein bisschen abnormal, weil man kann ja nur Zweierkabinen mieten, buchen. Und der ist gerade noch belegt, aber die Gäste vor uns sind gleich fertig und deswegen warten wir jetzt hier noch ganz kurz in der Bar. Dann kann ich euch aber schon mal erklären, wie das ist. Also bei uns im Hotelpreis ist ein Abendessen, also wir haben ja eine Nacht, ist ein Abendessen inklusive sowie ein Frühstück inklusive. Beides hier im Uhrwerk. Genau. Und es ist, ja, beim Abendessen möchte ich euch jetzt heute einmal mitnehmen. Das ist ein Drei-Gänge-Menü, ist im Preis mit inbegriffen. Ihr könnt aber auch tagsüber als normale Gäste hierher kommen und ja, so unser Tisch ist fertig. Ja, auf jeden Fall kann man dann auch alles so buchen. Die Preise weiß ich jetzt nicht mehr auswendig, die haben sich bestimmt seit meinem letzten Besuch verändert, aber ich würde euch den Link der Speisekarte einfach mal hier unten ins Video rein machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind die Portionen dann etwas größer. Ist auch nicht ganz so preiswert, muss man leider sagen, für ein Essen dann hier. Aber wie gesagt, bei uns ist es drin. Wir freuen uns jetzt auf ein leckeres Essen. Ich glaube, ich weiß auch schon, was ich nehmen werde. Ich hoffe, ihr habt jetzt alles verstanden, wie ich das gemeint habe mit dem Essen als Drei-Gänge-Menü und Tagesgast. Ja, das hier ist die Abendpost, also die Speisekarte für Abend mit noch einigen Infos zum Erlebnis an sich. Es ist wie eine Zeitung aufgebaut und wie man sehen kann, benutze ich keine Zeitungen. Wie schlägt man das um? So. Aber jetzt fangen wir hier an. Ich denke, ich werde mich für die gebackenen Teigtaschen entscheiden, auch wenn da Rucola mit drin ist. Ich probiere mich, glaube ich. Ich habe in Erinnerung, dass wir die schon mal gegessen haben und die waren sehr gut. Aber vielleicht zeige ich es euch hier einfach mal. Beginnen Sie Ihr exklusives Dinner mit einem herzhaften Starter. Also ein Tartar, eine Teigtasche oder von den Bowls. Dann genießen Sie den Hauptgang. Dazu gibt es entweder Root Burger, Golden Fritz oder Pasta. Und dann gibt es natürlich noch ein Dessert. Ich werde mich hier wahrscheinlich für die Teigtaschen entscheiden. Es ist auch so, wenn ihr tagsüber kommt und die bestellt, sind 12 Stück. Das habe ich noch in Erinnerung. Hier, so sieht die Bowl aus. Dann gibt es verschiedene Burger, auch die sehen. Was mich jetzt irritiert, und vielleicht wisst ihr das mehr, es war doch mal so, dass im Hotel keine Kinder buchen konnten. Aber jetzt gibt es hier einen Burger abends für Kinder bis 11. Ich kann mich da jemand aufklären. So, ich werde aber eine Pommes-Schippe nehmen. Welche ich davon nehme, weiß ich noch nicht ganz genau. Aber ich werde es euch eh nochmal zeigen. Ich werde jetzt nochmal ganz genau alles studieren und dann entscheiden. Leute, habe ich vorhin gesagt, dass da Rucola in diesen Teigtaschen ist? Ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, aber nein. Ricotta-Trüffel.
Hier steht nichts von Rucola. Weist mich bitte an. Wir haben jetzt endlich bestellt und ja, es wurden die Teigtaschen, es wurden dann die Pommeschippe mit dem Spiegelei obendrauf und der Banane-Karamell-Bananen-Cheesecake. Nur kurz zur Info, auch wenn ihr das Drei-Gänge-Menü in eurem Zimmer mit drin habt, Getränke gehen extra und es gibt 0,2er. Cola-Fläschchen. Also wir haben uns alle direkt mal zwei Stück bestellt. Die kamen direkt erstmal mit 12 Getränkeflaschen und dementsprechend auch 12 Gläschen. Dann haben wir gesagt, nee, bitte, könnt die anderen mitnehmen. Sonst haben wir eh so wenig. Prost! Zum Wohl! Ja, ich bin mal gespannt, wie das Frühstück morgen sein wird. Wir waren ja hier schon mal frühstücken, das war zur Corona-Zeit. Da gab es dann das Rührei und so in so kleinen Schälchen, aber das ist ja ein anderes Thema, habt ihr dann im Video schon gesehen. Und ja, freue mich jetzt sehr auf das Essen. Teigtaschen sind da, ich hatte die irgendwie ein bisschen anders da in Erinnerung. Eher wie so eine Art Maultaschen oder so, das hier ist jetzt eher hart. Also ich kann mich auch täuschen, aber die Hauptsache ist ja, es schmeckt. Das probieren wir jetzt. Sehr lecker. Meine auch nicht. Ja, das schmeckt wirklich weihnachtlich. Ist das Feige? Ist Feige so rot? Pflaume? Oder Pflaumen. Stimmt. Ja, Pflaumen eher. Also wir haben Zwiebelmarmelade und Zwetschgen Relish ist das. Alles mal durch. Aber es schmeckt gut. Also die Teigtaschen waren richtig gut. Mein Favorit war das Trüffel. Dann kam dieser Käse mit den getrockneten Tomaten. Letzter Platz war Parmesan. Ach, Parmesan waren die... War das mit den Pilzen? Und von 6 Stück sollten immer 2 dabei sein. Aber ich hatte 3-mal Pilze, 2-mal Käse und nur einmal das mit Trüffel. Aber das Trüffel, also das könnte ich. Ich könnte nur diese Trüffeldinger essen. Die waren super, super lecker. Mein Essen ist da. Hier sind Zwiebeln. Wie heißt denn nochmal das hier? Avocado-Creme, wie heißt denn das nochmal? Oh, jetzt Leute, das fällt mir nicht ein. Wie heißt das denn nochmal? Avocado-Salsa. Quacamole, danke. Quacamole. Mir ist das Wort gerade nicht eingefallen. Und hier ist noch eine Soße. Tomaten. Dann haben wir 2 kleine Burger. Einer ist Rinderfilet und einer ist eben so ein Schweinefilet. Also Schwein und Rind. Noch eine Süßchen und hier sind die Pommes-Schaufeln. Das war meiner Meinung nach mal eine Schaufel, jetzt mittlerweile so ein Töpfchen. Aber es sieht so lecker aus. So, jetzt guten Hunger erstmal. Sehr lecker. Super lecker. So, hier ist jetzt noch unser Cheesecake, Banane, Karamell,
whatever, Nachspeise. Es ist wirklich... Apfelpudding? Mega viel. Also man wird auf jeden Fall satt. Nemo ist ganz ohne. Und dann... Lecker. Also alles so schmeckt sehr, sehr lecker. Die Jungs finden, dass ihr Kaffee, ihr Espresso, ja, wie respektlos gegenüber dem Kaffee werdet. Ich hoffe, es schmeckt euch trotzdem. Hier ist mein Cappuccino. Ich bin momentan auf dem Cappuccino drin. Wobei ich finde, als Cappuccino finde ich es ganz nice. Ja, das war schon unser Abendessen hier im Urberg. Also mir hat es wieder super gut geschmeckt. Desserts sind gut, aber ich bräuchte es eigentlich nicht mehr nach so einem Essen hier. Ich bin aber auch nie, oder bei nur, sagen wir es mal so, ich bin bei nur ganz wenigen Dessertsachen so richtig hyped. Und da ist jetzt nichts dabei, wo ich immer unbedingt haben müsste. Wenn es jetzt ein warmer Schokokuchen mit flüssigem Kern wäre, dann wäre das vielleicht was anderes. Ja. Ansonsten, es war super lecker, es hat mir wirklich gut geschmeckt. Service, bis auf wenige Ausnahmen auch, mega, mega gut. Was zum Beispiel meiner Meinung nach nicht geht, wenn ich mir eine Cola bestelle und habe ein kaltes Glas hier stehen. Und man nimmt mir mein gebrauchtes Glas ab, weil es sind ja die Fläschchen, und schüttet mir dann meine Cola in ein warmes Glas. Das geht meiner Meinung nach nicht. Ich habe dann auch was gesagt, ich hätte gerne ein kaltes Glas und kein warmes. Also es war nicht warm wie Zimmertemperatur, sondern es war warm wie frisch aus der Spülmaschine. Und dann habe ich was gesagt und es war ja schon Cola drin, ne? Und es ist ja nur 0,2er Fläschchen. Und dann wurde mir meine Cola abgenommen, das, was ich schon, was schon eingeschüttet wurde, und mir einfach nur ein neues Glas gegeben. Also das sind so Kleinigkeiten, die mich halt gerade bei solchen Preisen wie hier stören. Ja, aber ansonsten hatten wir drei wundervolle Kellner. Also es war auch keiner dieser drei, das war einer, der uns das einfach so gebracht hat. Die drei, die sich hauptsächlich um uns gekümmert haben, waren mega, mega gut. Waren sehr zufrieden mit dem Service. Deswegen sage ich ja, bis auf wenige Ausnahmen war hier alles top am Service. Ja, wir gehen jetzt noch eine Runde und laufen durch Ruckburg. Und dann gehen wir noch in die Bar und dann geht's auch schon ins Bett. Ich hoffe aber, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder.